Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, die Queen ist in Deutschland. Her Royal Highness ist auf Deutschlandbesuch. Es ist, glaube ich, der 5. Besuch der Queen in Deutschland, also dieser Queen. Und die Monarchie-Fans sind schier aus dem Häuschen. Hurra! Schau an, eine britische Sozialschmarotzerin, die von Geburt an auf Kosten des Staates lebt. Toll! Nein, das Land war im Ausnahmezustand, auch heute wieder. Und für Journalisten ist das alles am aller anstrengendsten. Vor allem, weil die Kollegen ja alle dieses Trinkspiel machen. Immer, wenn die Queen irgendwo Hände schüttelt, einen kurzen trinken. Da kommt einiges zusammen. Hier, zack, zack, und noch einen, und hopp, und noch ein Kippen. Jawohl, Prost, Wohlsein, das trauen wir. Ja. Hello Queen, goodbye Leber. Sehr interessant ist ja auch die Geheimsprache der Royals. Auch darüber konnten wir diese Woche wieder sehr viel lernen. Hat die Queen eine Handtaschensprache? Das Gerücht hält sich hartnäckig. Wechselt die Tasche den Arm, soll das dem Personal mitteilen, holt mich hier weg. Ah, sehr interessant, das gucken wir uns so mal an. Ne, also die Queen kam an in Deutschland, hier sehen wir das am Dienstag, kommt die Gangway runter, ist auf deutschem Boden und zack, der Wechsel, das geht aber schnell. Holt mich hier raus. Ich will nicht. Ja, da gab es natürlich kein Entkommen. Es gab wie immer den Riesenempfang. Es gab am Flughafen die üblichen 21 Salutschüsse. Die wurden in die Luft abgegeben, das ist so üblich. Ne? Was man nicht so sieht, die Queen trägt hier während der Schüsse eine kugelsichere Weste. Drunter, ja, sie hatte wohl Angst, dass die Salutschüsse vom G36 abgefeuert wurden. War aber nicht so. Ihre königliche Hoheit residierte übrigens in Berlin im Hotel Adlon, das bereits Wochen zuvor auf die Bedürfnisse des Gastes aus England eingerichtet worden war. Das heißt, es lagen schon morgens um 5 ihre Handtücher auf den Liegen am Pool. Und gestern hat sich dann die Queen noch in Berlin eine Immobilie angeguckt, das Kanzleramt. Es sah jedenfalls irgendwie so aus wie bei Mieten, Kaufen, Wohnen, oder? So, hier. Ich sag nur Lage, Lage, Lage. Ja, hier können Sie wirklich Ihre Träume verwirklichen. Gehen wir mal raus auf die Terrasse, wunderbar. Sie haben einen tollen Blick hier. Ja, immer Sonne hier, das kommt alles weg, das reißen wir ab. Das ist nur Berlin, Sie haben freie Sicht nach London. Nehmen Sie kurz Platz. Ja, wichtig ist natürlich, Monatsmiete immer zum Ersten und bitte nur in Euro. Von Berlin aus ging es dann heute für die Königin noch nach Frankfurt am Main. Und da wartete wirklich die allergrößte Prüfung auf Ihre Majestät, nämlich ein hessisches Menü. Unter, ja, ist schon lustig, ne? Unter dem Motto, alles aus Hessen. So hieß das Essen, alles aus Hessen. Ich denke, es war die schlimmste Bedrohung, die die Queen seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Hessen, ja, ich bitte Sie, das Land von Handkäse, Quellfleisch und Sulperknochen. Das essen die da. Und die Vorspeise für die Queen hieß auch ungelogen hessisches Karussell. Wahrscheinlich, weil das Essen so schnell wieder raufkommt, wie es runtergeht. Ja? Danach als Hauptgericht, ich mache keinen Quatsch, es gab Duett vom Kalb zu essen. Duett. Das Kalb singt. Ja? Wahrscheinlich alte Lieder von Heinz Schenk. Ne? Hoffentlich konnte die Queen die Aussprache des Kalbs vom Hessisch der Kellner unterscheiden. Das Essen hat 2 Stunden gedauert. Danach hatte die Königin die Möglichkeit, sich 1 Stunde lang zu erholen auf der Restauranttoilette. Morgen soll es dann in Berlin noch ein Bad in der Menge geben. Bad in der Menge, gut, ich bade ja lieber allein, aber wenn sie es so geiler findet, dann soll sie es haben. Nicht? Sie ist die Königin und wer auf jeden Fall drauf steht, das ist die Menge. Hm? Die ganze Art, da drumherum, wenn man so reich sein könnte, ob man das überhaupt mal wollte. Ne? Aber irgendwas ist faszinierend an dem ganzen englischen Gedöns, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Es hat ja ausnahmslos jeder Sender, jede Zeitung, jeder Kommentator noch mal ganz deutlich erklärt, wie man sich der Queen gegenüber zu verhalten hat und was die No-Gos sind. Ja? Für den Fall, dass man ihr mal zufällig begegnet. Also, wenn Sie zum Beispiel auf der Straße auf sich aufmerksam machen wollen, weil da die Queen vorbeiläuft, was sich nicht geziemt, ist laut rufen. Ey, Elsbeth! Ne? Macht man, gilt als unfein. Was hingegen geht, ist ganz leichtes Klopfen mit der Selfie-Stange
auf den Hut der Queen. Ja, das ist okay. Wieder was gelernt. Ja, ja, ja. Nicht zu danken. Natürlich zeigt sich Deutschland bei solchen Gelegenheiten von seiner allerbesten Seite. Vieles wurde noch schnell zu Ende gebaut. In Köln wurde jetzt zum Beispiel ein Fußgängerweg fertiggestellt, der seit über 40 Jahren nicht vollendet war. Ja, tatsächlich. Ob es jetzt mit dem Besuch der Queen unmittelbar zu tun hatte oder auch nicht, das weiß Daniel Sprenger. Die Paulstraße in Köln ist eine ordentliche Straße. Vor gepflegten Einfamilienhäusern kann man jetzt auch auf einem neuen Teilstück des Bürgersteigs flanieren. Naja, zumindest bis vor... Vor der Hecke. Da stehen sie außen, was dann? Wer läuft schon gegen die Hecke? Gibt's denn da gar keinen, der hier geht? Ich habe noch keinen gesehen. Ich wohne eine ganze Weile hier schon. Naja, nur weil der Gehweg hier am Friedhof endet, ist er ja nicht gleich sinnlos, sagt die Stadtverwaltung. Der Bürgersteig gibt schon Sinn, weil das letzte Wohngrundstück hatte bisher nur, glaube ich, so 2,5-3 Meter wirklich gepflasterten Gehweg. Und das vollständige Grundstück muss erschlossen sein, auch mit dem entsprechenden Gehweg. Bis 2011 endete der Gehweg nämlich bereits hier. Über 30 Jahre mussten die Anwohner darauf verzichten, hier zu bummeln. Dabei ist es doch herrlich, auch mal ziellos zu schlendern und kurz innezuhalten. Wer das gemacht hat, der hat die Pente oder war besoffen. Ich finde es so schwachsinnig. Und jetzt wollen sie den Leuten auch noch Geld aus der Tasche ziehen. Ne? Für Sachen, die nicht gebraucht werden. Von wegen, diese 11 Meter neuer Bürgersteig waren nötig, damit die Stadt Geld für den gesamten Gehweg fordern kann. Die Stunde der Abrechnung. Nach dem Erschließungskostenrecht können Sie immer nur dann abrechnen, einzelne Gewerke, wenn sie vollständig abgeschlossen sind. Also wenn der gesamte Bürgersteig in Gänze abgeschlossen ist. Und dazu fehlten jetzt zum Beispiel diese 11 Meter. Die bis zu 900 Euro zusätzlich pro Grundstück lohnen sich doch für die Anwohner. Sie können jetzt ganz normal beim Bürgersteig ganz normal zu den Häusern gehen. Oder auch ganz normal über den Bürgersteig ganz normal vor die Hecke gehen. Schließen. Ich muss mir jetzt mal ganz ehrlich sagen. Bis da, wo gebraucht wird, ja. Aber was da hinten gemacht ist, der Schildbürgersteig. Ach, Anfangsschwierigkeiten. Da wächst bestimmt schnell Gras über die Sache. Wenn wir über den Irrsinn der Woche reden, meine Damen und Herren, dann darf natürlich die CSU nicht fehlen. In Bayern soll ja, und jetzt halten Sie sich fest, Atommüll zwischengelagert werden. In Bayern, so wie in anderen Ländern auch. Ne? Auf die Idee kam unsere Umweltministerin Barbara Hendricks. Allen Ernstes, als wäre Bayern ein normales Bundesland mit normalen Pflichten. Unglaublich. Wie kommt ihr da drauf? Ja, in Bayern haben sie natürlich schon wieder Ideen, wie sie den schwarzen Peter anderen zuschieben können. Zum Beispiel dieser schwarze Peter hier, der Landshuter Landrat Peter Dreyer. Wenn ich heute höre in den Medien, dass sich drei andere Bundesländer bereits bereit erklärt haben, diese Castor-Behälter aufzunehmen, dann muss ich sagen, dann sollen diese drei Bundesländer auch diesen Rest noch aufnehmen, auf jeden drei verteilt, dann haben wir es gerecht verteilt. Dann haben wir es gerecht verteilt, ja natürlich. Mhm. Bayerische Gerechtigkeit, genauso wie auch die Stromtrassen gerecht verlaufen, wenn sie statt durch Bayern, durch Hessen und Baden-Württemberg gehen, oder? Es gerecht ist, wenn man in Bayern Krautsalat frisst, aber zum Furzen fährt man nach Tschechien. Das ist gerecht. Okay. Wenn Sie da applaudieren mögen, bitte, natürlich. Aber es ist doch eigentlich überhaupt nicht lustig. Kaum geht es um die eigenen Interessen, wird sogar ein Horst Seehofer zum Castor-Gegner. Was denkt sich die CSU da immer? Und was denkt der Rest der Republik über die CSU? Hier ist Klaas Butenschön mit den aktuellen Umfrageergebnissen. Danke, Christian. Ja, unsere erste Frage ging an die CSU-Politiker. Wir haben gefragt, warum wollen Sie keinen Atommüll in Bayern zwischenlagern? Darauf sagten 12%, hallo, weil das vielleicht giftig ist. 17% meinten, das geht nicht, der Castro ist doch Kommunist. Und 71% sagten, dieses Atomzeugs soll dahin zurück, wo es herkommt, also in die Steckdose. Tja, danke. Was soll man machen?
Danach haben wir die Bürgerinnen und Bürger in Bayern befragt, wie sie denn zur Zwischenlagerung von Atommüll in Bayern stehen. 3% sagten, die können uns gerne ein paar Fässer hinstellen, die kriegen wir schon ausgesoffen. Und 97% antworteten in einem unverständlichen Dialekt. Naja. Die Bayern zeigen sich in der Atommüllfrage mal wieder von ihrer unsolidarischen Seite. Wir haben zum Schluss die Bürger aus den anderen Bundesländern gefragt, fällt ihnen trotzdem etwas Gutes über die Bayern ein? Darauf sagten 100%, mal überlegen, Weißwurst, Lederhosen, FC Bayern, kurz gesagt, nein. Und damit zurück zu dir, Christian. Vielen Dank, Klaas Buttenschön. Ja, es ist schlimm, oder? Man ist so hilflos, man kann ja gar nichts machen. Als Nicht-Bayer, da kann man die CSU nicht mal abwählen. Die Werbung. Kennen Sie das? Da ist etwas, das total nervt. Aber Sie kommen nicht ran. Sie können nichts dagegen machen. Ja, und ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer. Fühlen Sie sich oft hilflos und ausgeliefert? Ja, und manchmal muss ich sogar fast kotzen. Kann man da irgendwas gegen machen? Leider nein. 68 Millionen Deutsche leiden an CSU. CSU, eine unheilbare Krankheit aus Bayern. Es ist bitter, aber danke, Freddy Radeke. Für die Werbung. Was in der CSU neben dem Atommüll auch für viele ein relativ rotes Tuch ist, ist ja die Ehe für alle. Irland hat sie beschlossen, in Deutschland gibt es sie noch nicht. Es ist eine Mehrheit der Bevölkerung dafür, das wissen Sie. Ne? Unsere Regierung tut sich aber schwer mit der Ehe für alle und zwar aus ganz klaren Gründen. Weil es ist halt so ein Bauchgefühl. Wo ist denn das Problem, wenn ein Kind zwei Papas hat? Ich persönlich finde es nicht schön. Es ist eine reine Geschmackssache. Ich kann es nicht rational begründen. Ich möchte es einfach nicht. So wie eine rote Hosen, andere grüne Hosen mögen. Ich mag lieber dunkle Hosen. Ja, ne? Schwul, lesbisch, rote Hosen, grüne Hosen. Das ist ja alles Geschmackssache. Im Moment ist es halt auch Mode, schwul zu sein. Ne? Vielleicht ändert sich das wieder. Die Argumentation der Konservativen ist ja auch immer, die heterosexuelle Ehe muss gefördert werden, weil aus ihr Kinder entstehen. Aber dann ist doch die Frage, warum fördert man die Ehe nicht auch erst dann, wenn es Kinder gibt, sondern schon bei der Eheschließung? Also warum soll der Staat belohnen, wenn Mann und Frau Steuern sparen wollen und sich statt Kinder einen Dackel anschaffen? Oder? Oder geht es doch nur darum, ja, dass zwei Menschen Verantwortung füreinander übernehmen wollen? Und dann könnte man das auch Menschen gleichen Geschlechts genehmigen. Ne? Es gibt natürlich Leute, die haben da Angst davor. Die haben auch einfach irrationale Ängste. Und vielleicht muss man darauf eingehen. Und Tobias Schlegel ist jemand, der das wirklich kann. Er geht auf diese Ängste ein. Er ist nach Baden-Württemberg gefahren, also in den deutschen Bible Belt. Ja, ins Epizentrum des deutschen Konservatismus. Gestatten, Tobias Schlegel von der Homo-Lobby. Ich bin heute in Stuttgart und habe Schwule zum Anfassen mitgebracht. In Baden-Württemberg sollen ja viele Menschen, sagen wir, Berührungsängste bei Homosexuellen haben. Mal sehen, ob da was dran ist. Was halten Sie denn von Homosexuellen? Oh Gott, oh Gott. Davon halte ich gar nichts von. Warum? Weil ich davon nichts von halte. Ja, also ich mag die Leute nicht. Warum denn nicht? Weiß ich nicht. Oha. Kein Wunder, dass die Landesregierung in Baden-Württemberg einen Aktionsplan gegen die Diskriminierung von Homosexuellen aufgestellt hat. Da wollen wir natürlich helfen mit unserer Unterschriftensammlung Homosexuelle sind ganz normale Menschen. Homosexuelle sind ganz normale Menschen. Sind Sie dabei? Nein, ist nicht normal. Ich halte ein bisschen nicht normal. Nee, es ist eben nicht normal. Ach so. Es ist nicht normal, wie es der christliche Glaube vorgibt. Eklig. Warum? Nicht akzeptabel. Ja. Ist das eine Gefährdung für die öffentliche Ordnung, Homosexualität? Ich würde sagen, ja.
Na sowas. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, die Leute hier sind, wie sagt man, schwulenfeindlich. Können Sie den vervollständigen? Was würden Sie sagen? Ich habe nichts gegen Schwule, aber... Ich habe nichts gegen Schwule, aber ich bin dagegen. Ich habe nichts gegen Schwule, aber... Wie geht's weiter? Aber Sie sind ja schwul. Ja, was soll ich denn jetzt gegen... Ja. Dass Schwule normale Menschen sind, die einfach nur eine andere Neigung haben? Nein, eben nicht. Guck mal, du weißt jetzt, dass du auf Frauen stehst. In 10 Jahren stehst du vielleicht auf Männer. Dann wirst du diese Meinung nicht mehr haben. Ach, vielleicht muss man den Schwaben das Thema Homosexualität etwas näher bringen. Sie können hier ein paar Homosexuelle kennenlernen. Die will den nicht von außen und nicht von innen sehen. Wir haben da ein homosexuelles Pärchen. Willst du das mal kennenlernen? Kurz die Hand geben oder so? Guten Tag sagen? Also ehrlich, komm her, die gibt den Ruck. Kann man mal anfassen. Oh, das ist eine sehr große Überwindung für mich, wissen Sie das? Ja, Eduard will euch mal die Hand geben. Simon, Paul, ich kenne dich schon seit Jahren. Das ist nicht ansteckend. Ja, ist wirklich nicht ansteckend. Und wenn die beiden sich einfach so küssen, werden sie auch nicht vom Blitz getroffen. Nicht in die Öffentlichkeit. Also da bin ich da strikt dagegen. Die laufen da rum und küssen sich da. Komm. Puh, war nicht ganz einfach. Aber am Ende eines langen Tages haben wir dann doch ganze 2 Unterschriften zusammengekriegt. Die Homo-Lobby ist auch in Stuttgart nicht mehr aufzuhalten. Vielen Dank an Martina Auschild. Die SPD hätte gar kein Problem mit der Ehe für alle, aber die Union will nicht und dann können die Sozen nichts machen. Regierungsfähigkeit ist das Nonplusultra. Die steht immer an erster Stelle. Sei es Freihandelsabkommen, sei es Vorratsdatenspeicherung. Sigmar Gabriel bringt seine Mannschaft regelmäßig auf Kurs, gerade wieder beim kleinen Parteitag. Sehr gut konnte man da sehen, wie Gabriels Überzeugungskraft funktioniert. An Justizminister Heiko Maas. Der Maas hat ja im Januar noch gesagt, der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die anlasslose Vorratsdatenspeicherung gegen die Grundrechte verstößt. Und deshalb wird es sie nicht geben. Deshalb wird es die Vorratsdatenspeicherung nicht geben. Interessant. Bei der ersten Lesung zur Vorratsdatenspeicherung im Bundestag vor 2 Wochen klang es dann ganz anders. Da war er der Meinung, dass schwerste Straftaten besser aufgeklärt werden können, als das bisher der Fall ist. Und dafür lohnt es sich, diesem Gesetzesentwurf zuzustimmen. Ja. Ne? Da kommt das her, mit zweierlei Maßmessen. Aber was will man machen? Gegen Gabriel hast du auch keine Chance. Der Gabriel hat das sehr gut drauf. Der hat das im Griff. Der guckt die Delegierten immer auf seine typisch aggressiv saure Art an, wenn es irgendwie Gegenwind geben könnte. Sie kennen das Gesicht, oder? Dieses mürrische Gabriel-Kopfschütteln, wenn ihm was nicht passt. Das hier. Immer so ein bisschen wie so ein Klempnermeister, den der Lehrling gerade die Scheiße in die Waschmaschine geleitet hat. So eine Spur Goslarer Wirtshausschläger ist auch mit dabei. Also ich muss sagen, ich krieg da selber Angst, wenn ich ihn sehe. Aber anders geht's auch nicht. Denn das Schlimmste, was ich die SPD inzwischen vorstellen kann, ist ja, dass es in der Partei noch Mitglieder geben könnte, die eine andere Meinung haben als Angela Merkel. Hier schon mal der Wahlslogan für 2017. Dass wir entscheidet, nee, das kann es nicht mehr sein. Da muss es heißen, dass sie entscheidet. Natürlich. Wie die SPD so aber jemals wieder einen Kanzler stellen will, das darf getrost ihr Geheimnis bleiben. Die Partei hängt so fest in den Umfragen, da ist man fast schon wieder beeindruckt. Die SPD verliert leicht 1 Prozentpunkt, jetzt bei 25%. Die SPD verbessert sich um 1 Punkt auf 25. Die SPD würde 1 Punkt verlieren und käme auf 25%. Die SPD liegt unverändert bei 25%. Die SPD auf 25%. Die SPD bleibt stabil bei 25%. Die SPD landet bei 25%. Irre, oder? Diese Präzision, mit der das immer hinbekommt. Man könnte auch sagen, die SPD, die macht eben ernst mit der Nachhaltigkeit. Ja, die haben das verstanden mit den Grenzen des Wachstums. Es sind ja nur 100% da. Für alle. Ich finde das sehr rücksichtsvoll. Wenn jetzt eine Partei sehr stark wachsen würde, dann bliebe ja kein Raum mehr für die anderen. Wenn aber alle Parteien 25% haben, Union, SPD, Grüne und Linke, dann wäre die Welt gerecht. Und die SPD geht mit gutem Beispiel voran. So muss man es vielleicht sehen. Ne? Es geht um Bescheidenheit, Nachhaltigkeit
um Achtsamkeit. SPD, Namaste. Vielleicht kann man es so erklären. Oder auch ganz anders. Ich meine, ich kann ja jetzt auch nicht in Gabriels Kopf reingucken. Ich kenne aber jemanden, der das kann, meine Damen und Herren. Und wir haben ihn heute hier. Hier ist der Vize-Ersatzpressesprecher von Sigmar Gabriel, Thorsten Sträter. Danke, danke. Danke, danke. Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich darf Sie herzlich von unserem Bundeswirtschaftsminister grüßen. Sigmar Gabriel möchte heute zu einigen Punkten Stellung beziehen. Also erstmal, die Vorratsdatenspeicherung ist dufte. Zudem eine ganz schlichte Kiste. Wir heften von euch Bürgern einfach jede Fiki-Fiki-SMS ab. Und wenn was passiert, egal ob Terrorverbrechen oder Karneval, packen wir uns die Sau. Punkt. Das Konzept haben wir dem orientalischen Raum entnommen, nämlich der Geschichte von Ali Baba und den 40 Räubern. An jede Tür ein Kreuz, irgendeiner hat schon Dreck am Stecken. Bumm. Die Technik, mit der Herr Gabriel die Gegner der Vorratsdatenspeicherung überzeugt, hat er übrigens aus der Pate. Deswegen heißt er ja auch Sigmar und nicht Verlierer. Jedenfalls. Warten Sie. Ich war noch nicht fertig. Jedenfalls, die ganzen gesammelten Daten schimmeln dann so ein bisschen rum. Und die, die übrig bleiben, verticken wir. Und zwar an die Amis, was uns natürlich direkt zum transatlantischen Freihandelsabkommen bringt, kurz TTIP genannt. Da muss man übrigens keine Angst vor haben. Die Vorteile überwiegen. Wir stellen uns ja jetzt schon in lange Schlangen und trinken Kaffee für 9 Euro den Becher. Goldene Zeiten brechen an. Wir bekommen dann endlich ohne großen Zollstress das gute amerikanische Brot. Dass Sie daran erkennen, dass auf der Packung leicht entflammbar steht. Und wir können... Ich bin noch nicht fertig. Und wir können billig jeden Wix im Internet bestellen. Also noch billiger als jetzt. Die Buchpreisbindung gibt's dann auch nicht mehr. Dann kostet Literatur endlich, was hier wert ist. Also Thomas Mann, 180 Ocken. Und 50 Shades of Grey gibt's beim Arzt als Prämie, wenn die Bonuskarte für Abstriche voll ist. Alles... Ja... Ist doch wahr. Alles wird billiger. Lebensmittel, Kleidung, Arbeitskraft. Liebe Bürger, Hand aufs Herz, Füße auf dem Tisch. So ein Chlorhühnchen erkennen Sie doch sowieso nicht am Geschmack. Wenn überhaupt, merken Sie es, wenn es beim Rülpsen Hallenbad riecht. Was soll die ganze Aufregung? Im Ernst jetzt. Wir sind die SPD. Das heißt, Sie können uns blind vertrauen. Also im Prinzip ist blind jetzt auch die Grundvoraussetzung. Wir sind die Partei der Mitte. Nur tiefer. Und weil Herr Gabriel endlich mehr sein möchte als der König des Fördervereins für politisches Siechtum, muss eben mal was passieren. Also, Gabriel will TTIP. Gabriel will die Vorratsdatenspeicherung. Gabriel will im Hotel einen Dönerteller um Kopf kissen, kein Bonbon. Und Gabriel will das alles zügig. Verdammte Hacke. Verzeihung, noch mal ruhig. Denken Sie zu Hause ein bisschen drüber nach. Sonst kommt der Herr Gabriel mal in Ihren Wahlkreis. Und dann hat der Arsch Kirmes. Schönen Abend noch. Danke, Thorsten Sträter. So. Haben Sie schon im neuen Vorwärts geblättert, in der neuen Ausgabe der SPD-Parteizeitung? Sie müssen gar nicht drin blättern. Eigentlich reicht es, wenn Sie auf die Titelseite gucken. Was steht da? Wer schützt meine Daten? Nun, die SPD wohl eher nicht. Und wie die Politiker insgesamt mit sensiblen Daten umgehen, das haben wir ja gerade erleben dürfen beim großen Hackerangriff auf die Rechner des Bundestags. Da waren Sie doch ein bisschen sehr naiv, oder, die Parlamentarier? Kennen Sie diese Inschrift über dem Portal am Reichstag? Dem deutschen Volke. So, jetzt genau hingucken. Ganz klein drunter gibt es die Ergänzung und jedem, der sich hier ins Computersystem hackt. Ja, dieser Hackerangriff bereitet dem Bundestag weiterhin Probleme. Das ist ja nicht mal schnell gelöst. Da muss Hardware ausgetauscht werden und so weiter. Viele Parlamentarier dachten, einmal Rechner aus, wieder an, das reicht schon. Nein. Und sagen wir mal, bin ich eigentlich der Einzige, der sich fragt, wie die Abgeordneten sich diesen Trojaner überhaupt eingefangen haben? Auf welchen Schmuddelseiten waren die denn da eigentlich unterwegs? Bei lustigen Katzenvideos kriegt man sowas eher nicht. Oder haben die wirklich ganz arglos E-Mail-Anhänge geöffnet? Sowas hier.
how to enlarge your Umfragewerte. 5% in 2 weeks, hier klicken. Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, wie kommt es eigentlich dazu? Wer ist da eigentlich für IT-Sicherheit verantwortlich im Bundestag? Ist da überhaupt jemand für IT-Sicherheit verantwortlich im Bundestag? Ich habe da eine schreckliche Vermutung. Das ist Johannes Schlüter, der Hausmeister des Bundestags. Er ist nicht nur zuständig für Glühbirnen und Wasserhähne, sondern auch für Internetsicherheit. Trojaner, oh, Trojaner, oh, oh, oh. In Schlüters Amtszeit passierte die bisher größte Cyberattacke auf dem Bundestag. Herr Schlüter, haben Sie inzwischen rausfinden können, wer hinter diesem Hackerangriff steckt? Ja, fast. Also ich schreibe gerade eine Mail an die Russen. Sehr geehrter Herr Botschafter, hat Russland etwas mit dem Hackerangriff zu... Hallo? Ah, Herr Botschafter, ich wollte Ihnen gerade eine E-Mail schreiben. Ja? Russland hat nichts mit dem Hackerangriff zu tun. Das ist ja ein Zufall. Genau die Frage wollte ich Ihnen gerade stellen. Ja, tschüss. Damit Hackerangriffe künftig keinen Erfolg mehr haben, will Schlüter die Computertechnik im Bundestag auf den neuesten Stand bringen. Aber auch die Abgeordneten brauchen ein Update. Meister, ihr wolltet doch so einen Fortbildungskurs bei mir haben, ne? Worum soll's denn da gehen? Es geht einmal um IT-Sicherheit im Sinne von Safety. Ja, okay. Für euch mache ich das idiotensicher im Sinne von Idiot Safe. Dafür bin ich dankbar. Ja, da nicht für. Im Sinne von They're Not For. So, herzlich willkommen zu unserem Kurs Neuland für Anfänger. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Internet. Ja, na bitte, wer sagt's denn? Hat doch nicht so lange gedauert, oder? Ja, ganz ehrlich, beim Thema Internetsicherheit hat die deutsche Politik doch jahrelang gepennt, oder? Nee, überhaupt nicht. Die Kanzlerin zum Beispiel ist meine beste Schülerin. Die interessiert sich total für Computer. Passen Sie mal auf. Angela, erklär uns doch mal bitte, wie kann man vertrauliche Daten sicher übertragen? Kleiner Tipp. Verschlüsselung? Ja, ist richtig, aber lass die Angela das mal sagen. Angela, fängt mit V an. Festnetz, Festnetz. Johannes Schlüter, ein Mann, macht die Bundestagscomputer sicher. Jetzt mal was anderes. Frage. Was ist grün und stinkt nach Gras? Hm? Bremen. Ja, Bremen will, ja, Bremen. Bremen will in einem Modellversuch die kontrollierte Abgabe von Cannabis einführen. In Berlin und Hamburg ist Ähnliches geplant. Die Idee hat Hanf und Fuß. Altes Kifferwortspiel. Dass Cannabis eine Einstiegsdroge wäre, ist ja wissenschaftlich nicht haltbar. Ich glaube, weil es eben schwer ist, einen Cannabiskonsumenten überhaupt zu irgendwas anderem zu bewegen. Auch zu anderen Drogen. Das ist schwierig. Hey, kommst du mit Crystal Meth kaufen? Nee, lass mal. Aber hast du vielleicht Orangensaft und Nutella? Und alles, was verboten ist, das wird ja auch noch besonders interessant. Ich plädiere ja seit Jahren dafür, Möhren und Sellerie per Gesetz verbieten zu lassen. Die Jugendlichen würden sich endlich gesünder ernähren. Total harmlos ist die Droge Cannabis sicherlich nicht, aber eben auch nicht gefährlicher als Alkohol, Zigaretten oder die AfD. Unser Reporter Rollo hat sich in Hamburg dorthin begeben, wo Tüten eine tragende Rolle spielen, in die Fußgängerzone. Rollo, auf geht's, mach dich fertig. Geht um Cannabis. Hast du was zu drehen dabei? Nee, wir drehen eine Umfrage. Soll Cannabis legalisiert werden? Hä? Ja? Ja, nee, das ist die Frage. Ach so. Komm los. Ich würde sagen, nö. Es darf nicht frei auf den Handel. Es macht faul. Es macht dumm. Diese Menschen rasten manchmal unkontrolliert aus. Aha. Unkontrolliert. Wenn die kiffen, oder was? Wenn die kleinen... Marihuana ist ja auch eine Droge, ne? Ja, natürlich. Also macht süchtig auch und so, ne? Wenn man das regelmäßig macht und so. Ich meine, Jakob kifft auch immer zwischendurch. Das stimmt doch, jetzt erzähl mir nicht so einen Scheiß. Kannst du doch ruhig sagen, das ist doch nett. Dieses Gras und diese alles Gedopte, das gehört nicht im Körper rein. Aha. Mal Marihuana rauchen oder zwischendurch mal immer ein Zwitschern? Zwischendurch ein Zwitschern macht nicht abhängig, würde ich sagen. Cannabis kann eben auch zu anderen Sachen führen.
Das heißt also so Marihuana nicht so, aber Alkohol und Zigaretten ist kein Problem? Nee. Dann doch eher mal ein Glas Sekt zwischendurch. Ja. Ja. Besser, ne? Ja. Wann war es das letzte Mal hackedicht? Gestern Abend. Ja, ich trinke gerne mal ein Bier, aber hier, ich trinke überhaupt nichts. Gar nichts, kein Alkohol. Nur ein, zwei Gläser Wodka. Ach, Wodka? Meine Frau, die macht ja immer so die aufgesetzten, ne? Welche? Liköre immer so, ne? Selber? Ja. Nee. Ja. Da haben wir alles nichts dagegen. Schön Jägermeister, den man leicht ansetzt und langsam gurgeln runtertrinken. Wunderbar. Oder die kleinen kurzen, die trinke ich auch nochmal. Ah, hier habe ich ja dabei, hier. Pass auf, hier. Hier, pass auf, hier, sowas hier, ne? Ja, Rollo, du kannst doch nicht jetzt den Leuten hier Alkohol anbieten. Das ist voll das... Was denn? Dann sagt man... Du, der hat so gut geschmeckt, ich nehm noch mal ein. So, Jakob, von dem ganzen Gelaber, komm, ich lade dich ein. Lass uns mal ein zwitschern. Wir können doch jetzt nicht antrinken, ey. Ach komm, jetzt ein, zwei Bier, was ist denn dabei, Alter? Na gut, ey. So, los. Und soll ich, kennst du den eigentlich schon? Egal, wie dicht du bist, ne? Goethe war Dichter. Danke, Jakob Leube. Was man sich wirklich nur noch schwer schön saufen kann, das ist ja diese Griechenland-Krise. Wie ist der aktuelle Stand? Ist es immer noch 5 vor 12? Wir sind nicht mehr 5 vor 12, aber 30 Sekunden vor 12. Also, Entschuldigung, meine Uhr geht leider immer etwas nach. Ja, es ist 1 vor 12. 1 vor 12, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Da kann man doch noch mal in aller Ruhe die historischen Hintergründe aufarbeiten. Seit der Antike war Griechenland fast immer pleite. Mit Ausnahme einer kleinen Episode, als 1832 der Bayernprinz Otto, der Wittelsbacher, hier nach Athen kam. Die Bayern! Die Bayern müssen nach Griechenland. Ich sag Seehofer, ab nach Athen. Haben alle was davon. Heute haben sie die Verhandlungen wieder abgebrochen. Es hat auch wieder unheimlich lange gedauert, bis die richtigen griechischen Dokumente am richtigen Ort waren. Was ist denn da los? Warum ist das immer so kompliziert? Wir haben ja den Zugang zur WhatsApp-Gruppe gehackt, über die Brüssel und Athen miteinander kommunizieren. Ja? Ja, und da gucken wir immer rein, um dann Informationen aus erster Hand zu bekommen. Hier mal ein kleiner Ausschnitt. Die Griechenlandretter. Ah, Juncker, hey Leute, seid ihr am Start? Heute geht's um alles. Tsipras läuft. Tsipras und Varoufakis haben die Gruppe verlassen. Was soll das jetzt? Merkel, ohne Reformvorschläge passiert heute überhaupt nichts. Wo bleiben die? Juncker, Tsipras will die Faxen. Schäuble hat die Faxen dicke. Varoufakis betritt die Gruppe. Ah, es kommt Bewegung ins Spiel. Schäuble hat die Faxen ziemlich dicke. Varoufakis, Fax schon angekommen. Juncker, was? An welche Nummer habt ihr das geschickt? Da gab es offenbar Probleme. Varoufakis, an deine Mutter. Varoufakis, nur Spaß, noch nichts geschickt. Faxpatrone ist leer, müssen erst neue leihen. Leute, so wird das doch nichts. Merkel, sehr witzig. Ihr wisst aber schon, um was es hier geht. Tsipras betritt die Gruppe. Aha. Tsipras, um deinen guten Ruf in Europa. Juncker, reißt euch zusammen. Es ist 5 vor 12. Tsipras, danke für die Erinnerung. Um 12 gehen wir immer essen. Och, nö, bitte. Das ist doch wirklich Provokation, oder? Das ist reine Provokation. Aber... Das macht natürlich auch die andere Seite. Die schenken sich ja nichts. Aus Rache hat der Juncker den Tsipras getätschelt. Haben Sie gesehen? Furchtbar, oder? Das Bild ging durch alle Zeitungen. So eine Demütigung. Damit ist Tsipras doch am Ende, oder? Getätschelt wie ein Hund, der das Stöckchen geholt hat. Wie steht der jetzt da, der linke Revoluzzer Tsipras, wenn der andere trifft beim Kommunistenstammtisch? Ne? Fidel Castro sagt, ich habe die Amis aus Kuba vertrieben. Che Guevara sagt, ich bin für die Revolution gestorben. Und Tsipras, ja, ich habe mich von Jean-Claude Juncker streicheln lassen. Peinlich. Ich tippe drauf, dass sie in allerletzter Sekunde wieder eine Einigung hinbekommen. Dann gibt es wahrscheinlich wieder ein Hilfspaket. Und Griechenland schafft es irgendwie in der Nachspielzeit der Relegation. Ne, ganz knapp. Und dann müssen sie auch diese Uhr nicht abbauen. In der Eurozone seit 14 Jahren, 204 Tagen. 13 Stunden, 8 Minuten und 37 Sekunden. Ja. Von diesen 14 Jahren ist jetzt aber fast schon die Hälfte Krise. Davon werden wir später mal unseren Kindern erzählen. Wir werden sagen, damals, das war eine Zeit, die schien gar kein Ende zu nehmen. Eine wilde Zeit war das damals vor dem Grexit mit ganz, ganz großen Grexits.
Die größten Hits aus 7 Jahren Griechenland-Krise. Die Grexit-Parade mit Nana Mouskouri. Scheißprognosen aus Athen. Deutsches Geld auf Wiedersehen. Lassen Sie sich einlullen von Yannis What the Fuck is, der geilen Schuldenschnitte. I'm the new kid on the block. Ich bin zu sexy für mein Shirt. Von Grexit nie gehört. Euer Sparpaket stört. You sexy motherfuckies. Seit Jahren in den griechischen Top Ten. Der Chor der schweinereichen griechischen Steuerflüchtlinge. Mit Geld im Ausland bleibst du immer reich. Bloß nichts versteuern. Und der Tsipras wird bleich. Die Kassen klingeln. Ja, ich hab Geld wie Heu, schau ihr Eulen. Peppige Populisten-Popmusik von der griechischen Anti-EU-Fraktion. Sie ist die Nazi-Bazzi, Euro-Tussi, Geizi-Beizi, Sparschwein-Pussi. Und bei uns sieht sie wie Hitler aus. Und auch der griechische Frontmann ist mit dabei, Alexis Tsipras. Das Alpha-Tierchen singt seinen Omega-Hit. Der Typ da im Pullover bringt sicher ein paar Schecks mit. Doch sagt er, es ist over. Dann heißt das für uns Brexit. Und wir hören, hören, hören den Pleite-Geier, den Pleite-Geier. Ja, mit der Kohle. Die Grexit-Parade zum sagenhaften Sparta-Rief von nur 7,2 Milliarden Euro. Sie können auch gerne einen Drachen zahlen. Ein Film von Dennis Kauf und jetzt kurz Friedrich. Und Sie haben es gehört, der Papst hat auch einen neuen Hit draußen, die neue Enzyklika Laudato Si. Damit macht er die Kirche zur ökologischen Bewegung. Ich habe gehört, der Papst ist jetzt so für Umweltschutz, die Papstwahlen müssen in Zukunft alle im ersten Wahlgang entschieden sein, damit kein schwarzer Rauch mehr aufsteigt. Und wenn es nach dem Papst geht, sollte es ein Plastiktütenverbot demnächst nicht mehr nur im Schlafzimmer geben, sondern überall, ne? Auch im Supermarkt. Außerdem sollen Maria Himmelfahrt und Christi Himmelfahrt auf einen Tag gelegt werden. Die beiden könnten eine Fahrgemeinschaft gründen. Da ist die Himmelfahrt viel ökologischer. Ne? Ich kenne einige, die sich diese Enzyklika mal ordentlich durchlesen sollten. Sigi Gabriel zum Beispiel. Der hat ja gerade die geplante Kohleabgabe für besonders schmutzige Kraftwerke wieder gekippt. Auch Klimakanzlerin Merkel, die auf Schloss Elmau noch schön aus dem fossilen Zeitalter ausgestiegen war, denkt in diesem Punkt eher wirtschaftsfreundlich. Papst hin oder her, ich glaube ja, die menschliche Spezies ist einfach zu doof zum Überleben. Kein gutes Klima zurzeit beim Thema Klima. Mehr dazu jetzt in unseren Extra-3-Nachrichten. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Thomas-Themen. In seiner neuen Enzyklika hat sich Papst Franziskus in diesen Tagen erstmals für den Klimaschutz eingesetzt. Das hat konservative Christen weltweit irritiert. In den USA fragen sich Katholiken, müssen wir denn jetzt, um den CO2-Ausstoß zu verringern, komplett auf Hexenverbrennungen verzichten? Der G7-Gipfel in Elmau war ein voller Erfolg. Die Erderwärmung und das Schmelzen der Polkappen können endlich gestoppt werden. Als Hauptgrund nannten Klimaforscher, dass Wladimir Putin nicht zum Gipfel eingeladen wurde. Durch die Eiszeit zwischen Russland und dem Westen hat sich das Weltklima merklich abgekühlt. Große Hoffnung setzte man darüber hinaus auch auf den neuen Kalten Krieg. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestags hat herausgefunden, warum alle bisherigen Klimagipfel vollkommen nutzlos waren. Dazu schalten wir jetzt zu unserem Reporter Klaus Bräune nach Berlin. Guten Abend, Klaus. Klaus? Klaus? Guten Abend, Thomas. Ich stehe hier vom Verteidigungsministerium. Und ein Sprecher hat soeben bestätigt, warum alle bisher gesteckten Klimaziele immer wieder verfehlt wurden. Der Grund: die Klimazielvorrichtung wurde von Heckler und Koch geliefert. Damit wieder zurück zu dir, Thomas. Vielen Dank, Klaus Bräune nach Berlin.
In der Großen Koalition gibt es Streit um das geplante Abschalten von Kohlekraftwerken. Wirtschaftsminister Gabriel wollte die Klimaziele ja vor allem dadurch erreichen, dass alle qualmenden Schlote abgestellt werden. Dazu gab es viel Kritik, vor allem von Helmut Schmidt. Klaus Bräune in Frankfurt an der Börse. Wie wirkt sich denn der Verzicht auf fossile Brennstoffe auf die europäischen Märkte aus, Klaus? Klaus? Klausi? Ja, Thomas. Als erstes Euroland verabschiedete sich heute Griechenland komplett von der Kohle. Weitere Euroländer wie Italien und Portugal sollen bald folgen. Oh, was ist denn da passiert? Der Kurs ist komplett abgestürzt, Thomas. Tja, da hat die Energiewende der Kanzlerin ganz offensichtlich die Anleger kalt erwischt. Thomas? Klausi? Tja, bleibt uns zum Thema Klima jetzt eigentlich nur noch der Blick aufs Wetter. Christian, wie wird's denn morgen? Wieder mal nur so la la. Was war das denn für die Überleitung? Eine Fluffige. Das war's von uns. Kommt Sie gut durch die Nacht. Vielen Dank. Vielen Dank an Max Biermann als Thomas Roth. Zum Schluss noch eine positive Meldung. Wissen Sie, was wir Deutsche besonders gut können? Neben Autos bauen, Bier brauen und auf Griechenland herabschauen. Wir können gut Müll. Nicht nur sortieren, sondern auch produzieren. 617 Kilo Haushaltsmüll schaffen wir pro Kopf pro Jahr. Vor uns liegen in Europa nur noch Dänemark, Luxemburg und Zypern. Aber ich sag mal, wenn wir uns ein klein bisschen anstrengen, dann schlagen wir die auch noch. Man muss halt nur wissen, wie. Das zeigen uns Oliver Durke und Marieke Schmidt-Glenewinkel. Ja, wir sind total umweltbewusst. Wir sind jetzt komplett auf LED-Lampen umgestiegen. Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Unser Kapselkaffee ist jetzt natürlich auch fair gehandelt. Man muss ja die armen Bauern in Südamerika unterstützen. Ich nehme jetzt viel öfter den Bus zur Arbeit, wegen der Umwelt. Und zum Einkaufen fahren wir jetzt auch viel seltener mit dem Auto. Deshalb bestellen wir jetzt alles im Internet. Da gibt es ja eigentlich für alles einen Shop. Guck mal. Wir haben dieses Jahr auch schon für den Naturschutz gespendet. Ja. An den NABU, an Greenpeace und an Robin Wood. Wir lieben die Natur. In den Urlaub fliegen wir jetzt auch viel bewusster. Ja, wenn wir übers Wochenende nach Mallorca fliegen, dann wohnen wir nicht mehr am Ballermann, sondern in einer Öko-Finca. Ja, und Wasser sparen wir, wo wir nur können. Hier, will jemand? Ja. Zum Beispiel beim Abwasch. Ja. Heute bist du mal dran mit Abräumen. Wenn ich groß bin, will ich auch so umweltbewusst werden wie meine Eltern.